Unterschiede der klassenlosen Gesellschaft. Und Sie haben im letzten Jahr einen Sammelband zum Konservatismus und Autoritarismus in der DDR herausgegeben. Ich denke, die Querverbindungen zwischen unseren Gästen werden damit deutlich. Ich freue mich, dass Sie heute als Historiker in der Diskussion zum 17. Juni da sind. Nun ist es immer schön, wenn die Diskussionen spontan sein dürfen. Das haben wir uns auch vorgenommen. Aber in der ersten Fragerunde wird es doch ganz schablonenhaft darum gehen, den Historiker zum Historischen zu fragen, den Philosophen, der von Solidarność geprägt ist, zur Solidarność und die Politologen und Gegenwartsaktivisten zum Gegenwartsbezug. Und nach dieser Runde wird es dann kreuz und quer gehen und dann werden wir auch Sie einladen. Aber tatsächlich wollte ich zuerst Herrn Giesecke bitten, ein bisschen kritischer und konkreter darauf zu gucken, inwiefern man über Solidarität und den Volksaufstand vom 17. Juni sprechen kann. Ist der schwammige Begriff Solidarität überhaupt geeignet zur historischen Analyse? Welche Aktionsformen von Solidarität kann man beobachten? Welche Traditionen wurden aufgegriffen? Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. In der Tat, in der Vorbereitung auf die Veranstaltung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Begriff Solidarität eine Tendenz dazu hat, beliebig zu werden, also auf alles und jedes angewandt zu werden. Und das hat mich dann sozusagen dazu veranlasst, für mich eine Definition zu basteln, weil ich mit denen, die ich gefunden habe im Netz und so weiter, nicht so ganz zufrieden war. Und jetzt wird es furchtbar abstrakt für 10 Sekunden und dann werde ich wieder konkreter. Also ich habe die Solidarität für mich und für die Analyse des 17. Juni vor allem definiert als gemeinschaftliches Handeln von Schwachen, in Klammern, und sich gemeinsam als schwach wahrnehmenden, Klammer zu, im Konflikt mit an sich stärkeren Mächten zum Zwecke der Kompensation individueller Schwäche. So, das ist jetzt so eine geballte Ladung, dass es erstmal ein bisschen sacken muss. Ich erwähne nur noch mal die wichtigsten Stichworte. Also das gemeinschaftliche Handeln. Es ist ausgehe ich sozusagen mit Hegel vom Herr-Knecht-Verhältnis. Also wir haben einen Herrn und einen Knecht. Das ist ein Machtverhältnis, was sozusagen eindeutig strukturiert ist. In dem Moment, wo sich aber eben viele Knechte zusammentun, ist die Chance da, sich also sozusagen gemeinsam etwas zu erreichen. Klingt jetzt ein bisschen banal, wenn ich es so sage, aber das ist sozusagen der Basisvorgang in den sozialen Beziehungen, der dabei eine Rolle spielt. Und wichtig ist, deswegen habe ich diese Klammer gesetzt, dass man sich zunächst mal auch als gemeinsam Schwache wahrnehmen muss. Das ist, da kommen wir bestimmt heute noch öfter drauf, weil das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Was wir hier auf den Fotos jetzt gesehen haben, ist genau dieser Moment des gemeinsamen, also der danach ist, also in dem Moment, wo man sich gemeinsam wahrgenommen hat, ist man tatsächlich zu gemeinsamem Handeln in der Lage. Aber es gibt viele gesellschaftliche und historische Situationen, wo es durchaus gemeinsame Schwäche gibt, aber man sich nicht gegenseitig als gemeinsam wahrgenommen hat. Und es ist eben wichtig, es ist nicht einfach nur ein Gefühl, dass man zusammengehört oder dass man etwas füreinander tut, also Kameradschaft oder Barmherzigkeit wären so Nachbarbegriffe, die ich eben davon abgrenzen würde, sondern es gibt einen Gegner, eine Macht, gegen die man agiert, und zwar mit diesem Mittel des gemeinsamen Handelns. Soweit die Theorie, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt dann noch eine etwas weitere Form, die uns hier, glaube ich, am 17. Juni auch begegnet. Das ist das, was sozusagen so mittelbare Solidarität angeht. Also wenn die Westberliner Gewerkschaftsmitglieder auf dem Oranienplatz demonstrieren, dann ist das, können Sie sich leicht ausrechnen, in meiner engen Definition keine Solidarität, aber in einem weiteren Sinne dann vielleicht doch. Also darüber kann man sicherlich reden. Und es gibt dann noch eine weitere Form, die hier eine Voraussetzung ist, nämlich sowas wie institutionalisierte Solidarität, also Gewerkschaftsorganisationen. Meinetwegen auch der Wohlfahrtsstaat als Ergebnis von 150 oder 100 Jahren solidarischer Politik von Parteien, Gewerkschaften und so weiter.
aber eben auch von einem Bismarck, der vielleicht ganz andere Interessen damit verband. Also das ist sozusagen, gehört zum Bild mit dazu. Also ich komme ja nochmal auf die Bilder zurück. Genau, ich hatte mir eins ausgesucht. Sie hatten sich eins ausgesucht. Da kann man das ganz gut sehen. Da ist es, ja. Ja, also wie auch alle anderen oder die meisten anderen, geben Sie zunächst mal das unmittelbar wieder, was ich eben versucht habe in dieser Definition zu fassen, nämlich die Vergemeinschaftung. Wir wissen ja, wer das ist. Das sind die Hennigsdorfer Stahlwerker, die 25 Kilometer vom Stadtzentrum Berlins entfernt losmarschiert sind in der Frühschicht und die ganzen 25 Kilometer durch Müllerstraße runter, durch den Wedding, alten Arbeiterbezirk, Richtung Berlin-Mitte gelaufen sind. Und dieses Bild ist hier genau zu sehen. Das ist insofern der Urmoment von solidarischem Handeln, den ich hier erkenne. Ich möchte jetzt nur auf zwei Details hinweisen, weil Sie dann ein bisschen auf die konkreten Bedingungen hier noch verweisen. Das erste ist, Sie sehen, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, ich kann es von hier so halbwegs erkennen, an der Spitze des Zuges wird ein Transparent gehalten. Und das verweist nun auf die besonderen Bedingungen in der DDR. Das ist nämlich Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ein offizielles Plakat, wahrscheinlich aus Hennigsdorf abgerissen, mitgenommen. Das heißt, es findet eine in der spezifischen Situation DDR, einer Regierung, die eigentlich beansprucht, für die Arbeiterbewegung und deren Ziele zu realisieren, wird hier aber umgekehrt. Sozusagen die SED und die dieses Plakat gemacht haben, sind die Herren, die Mächtigen. Und das wird hier sozusagen umgedreht. Das ist sozusagen natürlich die Ausgangsbedingung für sämtlicher Widerstand, der unter den Bedingungen kommunistischer Diktatur die Rahmenbedingung war. Und das zweite Element ist, direkt hinter dem Plakat fährt ein Motorrad der Westberliner Polizei. Das kann man jetzt nur ganz, also ein Motorrad mit Beiwagen. Das heißt, die Demonstranten werden auf ihrem Weg von Hennigsdorf durch Westberlin, französischer Sektor, nach Mitte, werden von der Westberliner Polizei begleitet, eskortiert, damit irgendwie auch unterstützt. Und damit haben wir natürlich sozusagen die Frage, welche Rolle spielen denn nun eigentlich diese Frage des Deutsch-Deutschen in West-Berlin, Ost-Berlin, kommt da auch mit rein. Soweit vielleicht zum Anfang. Wir werden sicherlich auf viele Aspekte noch zu sprechen kommen. Also insofern ein Urmoment sozusagen echten, in meinen Augen echten solidarischen Handelns, den wir hier erleben, der sozusagen alle Kriterien, jedenfalls meine Kriterien, erfüllt und insofern einen guten Startpunkt für die, das ist dann der interessante Punkt, Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit solidarischen Handelns in der Geschichte, in der Gesellschaft, ein bisschen näher zu greifen ermöglicht. Vielen Dank. Herr Kautern, in Polen hat man sich wahrscheinlich nicht lange mit Definitionen beschäftigt, als man das Wort solidarisch, Solidarität gefunden hat als namensgebende Klammer für die Opposition. Wie kam es dazu? Ja, das war eine faszinierende Geschichte, denn man hat eigentlich mit einem Verschwinden von dem Begriff Solidarität zumindest in der intellektuellen Debatten der 50er, 60er Jahren zu tun. Der Begriff taucht zwar natürlich in dem gewerkschaftlichen Diskurs und er ist ständig da im 20. Jahrhundert, aber man muss darauf hinweisen, dass in der Geschichte der Idee, und wir sprechen eigentlich von einem sehr jungen Wort, ja, das ist, dieses Wort ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden, das ist die Geburt der Moderne und das ist der moderne Begriff, in dem man versucht, völlig andere, nicht mehr traditionelle Verhältnisse zwischen Menschen in der modernisierten Gesellschaft neu zu schaffen, neu zu verstehen, neu auszulegen. Und Ende 70er Jahre, oder ja, der Begriff taucht zwar nach dem Zweiten Weltkrieg, ist man ja sehr, sehr vorsichtig mit dem Verwenden von großen pathetischen Begriffen wie zum Beispiel Solidarität bei Adorno, Horkheimer, taucht Solidarität am Rande der Betrachtungen bei Hannah Arendt ganz kurz in den 60er Jahren, aber sonst eigentlich gar nichts. Und Ende der 70er Jahre taucht das Wort wieder auf.
Und das ist eine große Debatte in der Tschechoslowakei und in Polen. Jan Patočka, einer der tschechoslowakischen, sehr talentierten Philosophen, schreibt ein Essay, in dem dieses Wort spielt eine sehr wichtige Rolle. Kurz danach stirbt er. Der unterschreibt eine der sehr wichtigen Briefe, politischen Briefe, die was dazu führt, dass er untersucht wird. Ein älterer Gentleman, und kurz danach stirbt er. Also nach der Untersuchung war sehr erschöpft. Aber Václav Havel war sein sehr talentierter Schüler und schreibt ein großartiges Text zur Ohnmacht der oder Macht der Ohnmächtigen. Und da taucht dieses Wort wieder auf, an zentralen Stellen. Dann gibt es Überlegungen in Polen zu neuen Strategien, wie man eigentlich mit den Machthabern umgehen soll. Ob das auf die Straßen gehen und die Gewalt zu verwenden wirklich eine gute Idee sei. Also ich glaube, das ist faszinierende Zeit, eine Synthese von vielen Fehlern, die Menschen in der Nachkriegszeit in Mittel- und Osteuropa auch gemacht haben. Und Ende der 70er Jahre, Jacek Kuroń, einer der prominenten Oppositionellen in Polen, schreibt in seinem Essays, dass sehr viele Elemente sind wichtig in unseren Strategien, aber vielleicht die Solidarität ist das Allerwichtigste. 3 Jahre später gibt es eine Bewegung, Solidarność-Bewegung. Ich habe mir, Sie sehen, dieses Bild. Ja, ich habe mir dieses Bild gewählt, weil es ist die gleiche Muster wie 1980 in Polen. Das ist die Solidaritätserklärung mit Berlin. Der Streik fängt in der Danziger Werft an und sehr viele kleinere Betriebe entscheiden sich, an dem Streik auch teilzunehmen, und sie nennen das ein Solidaritätsstreik mit Danzig oder Solidaritätsstreik mit der Danziger Werft. Also wir sehen, das ist das Repertoire der sozialen Bewegungen im Gang gesetzt, und dann entsteht dieses Wort. Ein junger Künstler wurde gefragt, ob er ein Plakat für die Streikende vorbereiten könnte, und der sagt, was wollt ihr auf dem Plakat haben? Und dann die Arbeiter sagten, du bist der Künstler, wähle was aus. Ja. Und er sagte, okay, das Wort Solidarität taucht die ganze Zeit auf, ich mache daraus sozusagen das Logo, ja, das Visuelle dieses Plakat. Daraus ist dieses berühmte Logo von Solidarność entstanden, in dem die Buchstaben wie lebendige Menschen aussehen, miteinander gemeinsam diese Stärke der Solidarität zeigen oder aussprechen, aussagen. Und das sind die Anfänge. Es ist faszinierend natürlich, weil das klingt wie ein Zufall. Aber wenn wir uns genauer hinschauen, wie die Debatte Ende der 70er aussieht, ist es meines Erachtens die große Rückkehr der Solidaritätsidee in dem gesamten intellektuellen Diskurs. 1981 schreibt Habermas das große Buch über die Theorie des kommunikativen Handels, wo der Begriff wieder auftaucht. Und dann durch die 90er wird der Begriff eigentlich zum Schlüsselbegriff vielen sozialen Theorien bei sehr vielen prominenten Denker, Denkerinnen. Sie hatten auch dieses Bild ausgesucht, oder? Ich glaube nicht. Okay, aber, dann nicht. Aber ich kann versuchen, daraus was zu basteln. Wenn es passt. Ansonsten müssen wir nicht basteln, sondern geben das Wort an Frau Strobel. Was macht die Dringlichkeit von Solidarität heute aus? Und warum hat das Bild Sie angesprochen? Also es ist schon sehr viel gesagt worden. Ich möchte da vielleicht dazu was ergänzen, was zu dieser Definition von Solidarität passt. Ich glaube, dass für Solidarität 3 Aspekte wichtig sind. Das eine ist, Solidarität hätte das mit Gegenseitigkeit zu tun. Das heißt, Solidarität ist nicht einfach Altruismus. Ich möchte, dass es anderen gut geht, und ich möchte schon auch, dass es mir gut geht. Und das halte ich auch für wichtig und nebenbei erwähnt auch für moralisch legitim, dass man
auch das eigene Leben verbessern möchte. Das andere ist, es hat etwas mit Augenhöhe zu tun. Also es hat etwas, das wurde ja auch schon erwähnt, mit diesem Kollektiv zu tun, wo diese Hierarchien dann nicht mehr so da sind, sondern wo man sich als ein gemeinsam handelndes Kollektiv versteht. Und drittens, es hat auch etwas damit zu tun, dass es quasi interpersonal ist, also dass es nicht nur zwischen zwei Menschen versteht, was ich jetzt auch gesagt habe, sondern dass es eben, dass man auch solidarisch mit Menschen ist, die man eigentlich gar nicht kennt, ja, oder wo man gar nicht weiß, sind das gute Menschen oder moralisch richtig handelnde Menschen, sondern man ist da als Kollektiv. Und das Bild habe ich tatsächlich aus einer emotionalen, also weil es mich emotional sehr angesprochen hat, gewählt. Man sieht ja diese zwei Frauen, also die bestimmen auch diesen Bildausschnitt. Und das ist so spannend, weil man weiß, ich kenne sie sich, sind sie zusammen hingegangen, haben sie sich dort gefunden. Und sie schauen beide auch in verschiedene Richtungen. Ja? Das heißt, sie schauen sich auch ein bisschen so um. Es wirkt noch ein bisschen, man ist sich nicht sicher, darf man das jetzt, ist das jetzt okay oder ist das jetzt gefährlich? Und dann halten sie sich an den Händen und diese Rückversicherung, ja, dieses gegenseitig auch sich Stärke geben, dieses Zeigen, ich bin da und beide können unsicher sein, aber sie haben sich gegenseitig, das ist, glaube ich, so eine, was die soziale Beziehung von Solidarität sehr wichtig macht. Und das dann übertragen auf eine Masse ist dann genau das, was wir auf den anderen Bildern gesehen haben. Das heißt, Solidarität ist eine soziale Beziehung, Solidarität ist ein menschliches Handeln. Und ich stimme dem zu, es ist zu so einer Parole geworden. Aber das dahinter sich anzuschauen und was eigentlich der Ursprung ist, ist, glaube ich, sehr wichtig. Nämlich Solidarität ist, kann auch institutionalisiert werden. Also dieser These würde ich auf jeden Fall anhängen. Nämlich genau aus dem, was wir schon gehört haben, aus dem Gedanken, in der Moderne, Industrialisierung, Massengesellschaft, schaffe ich es alleine nicht. Ja, wenn man keine Macht hat, keine politische Macht hat, keine finanzielle Macht hat, keine Ländereien hat, kein Reichtum hat, kein Vermögen hat, dann ist das Einzige, was einem bleibt als Strategie, sich mit anderen zusammenzutun. Das ist dieser Urgedanke der Solidarität und eben auch dieses Vorsorgen, dieses Füreinander-Vorsorgen. Und der Beginn der institutionalisierten Solidarität ist der Beginn der Krankenversicherungen. Der Beginn der Krankenversicherung liegt eigentlich bei den Minenarbeitern, die, bevor sie runtergefahren sind in den Schacht, einfach Geld in eine Lade gelegt haben, die Bruderlade. Und die Idee, dass jeder legt dort Geld rein, weil man weiß nicht, wer kommt überhaupt wieder rauf oder wer kommt verletzt rauf, wer kann dann nicht arbeiten, welchen Familien müssen versorgt werden, dass egal wen es trifft, dass jeder da ein Geld rausbekommt, dass für jede Familie gesorgt ist, zu dieser Urgedanke der institutionalisierten Solidarität. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Gedanke. Und dann sind wir noch Solidarität als Strategie, nicht als moralischer hoher Wert, sondern einfach als Überlebensstrategie und als existieren können in einer Welt, die nicht für einen geschaffen ist oder wo es nicht vorgesehen ist, dass man da eine große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist auch das, was man in die Jetztzeit gut transferieren kann. Ja, wir haben wieder eine Welt im Umbruch, alles ist sehr unübersichtlich, alles ist sehr viel, alles ist sehr fragmentiert. Da wirken auch natürlich verschiedene Mechanismen der Vereinzelung. Und da diesen Urgedanken der Solidarität sich wieder vor Augen zu führen, dass das eigentlich gar nichts Kompliziertes ist, sondern dass es eine Strategie ist, zurechtzukommen mit dieser Welt, so wie sie ist, halte ich für eigentlich eine sehr schöne und nicht nur für eine sehr schöne, sondern für eine notwendige, um eine Zukunft zu haben, die lebenswert ist. Danke. Herr Giesecke, ich würde tatsächlich Sie noch mal aufrufen wollen zum Historischen, weil zweierlei mir jetzt im Raum zu stehen, mich anspricht oder für mich im Raum steht. Das eine, Frau Strobel hat gerade sehr anschaulich gemacht, diesen Aspekt von Solidarität, wir haben nur uns. Und das ist aber dann, wenn man genauer hinguckt, ja immer doch ein bisschen relativ. Manche haben ja doch ein bisschen mehr Privilegien, auf die sie zurückfallen konnten. Was macht es aus,
Und bezogen auf den 17. Juni, wie war das in der DDR? Ich denke, es ist ein großer Unterschied zur Solidarność, dass gerade die Intellektuellen nicht breit unterstützt hatten. Also wie ist es damit? Und die andere Frage, wir haben so also faszinierend gehört, wie in den 70er Jahren die Idee der Solidarität von Philosophinnen und Philosophen an die Front gebracht wurde und aufgegriffen wurde. Wo hatten die Arbeiter in der DDR das her? Einfach so, ohne Philosophen? Wie konnten die das? Ich fange mal mit der zweiten Frage an, weil das sozusagen mehr von, also wir denken jetzt ja von unten nach oben sozusagen, von gesellschaftlichem Handeln und wie daraus Politik wird sozusagen. Ja, also ich glaube, die Antwort ist relativ banal, nachdem wir, was wir jetzt hier sozusagen einleitend schon gesprochen haben, die Solidarität, die den Startpunkt für die Aktionen des 17. Juni gebildet hat oder den Stoff dafür bot, war, würde ich sagen, in erster Linie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie die Traditionen, die es trotz 12 Jahren Nationalsozialismus, 8 Jahren nach dem Krieg, in denen Solidarität, naja, also nur eine Teilrolle noch spielte in der SED. Also mit anderen Worten, es gab noch eine Erinnerung, eine Tradition an gewerkschaftliches, zum Teil auch, würde ich sagen, sozialdemokratisches Handeln als genau den Antrieb und als die Chance, etwas zu erreichen, wie man es kannte aus der Weimarer Republik und aus noch früheren Zeiten. Das ist, glaube ich, also es lässt sich jedenfalls verfolgen. Man kann sich angucken, wer waren die Akteure, die tatsächlich in der Stalinallee auf den Baustellen oder in Hennigsdorf oder in anderen großen Fabriken sozusagen den Startpunkt machten. Es waren nicht nur, aber oft alte Gewerkschafter, unter anderem SED-Mitglieder, die also als eingemeindete frühere Sozialdemokraten zum Beispiel oder auch KPD-Mitglieder, die aber eben diese gewerkschaftliche Bindung hatten, dass die dort aktiv geworden sind. Es ist allerdings, also sozusagen, es ist einseitig nur diese Dimension zu erwähnen, aus mehreren Gründen. Also erstens war es vom Personal her nicht so eindeutig. Es gab auch ganz andere Kräfte. Christoph Klessmann, der ein Buch über die Arbeiter in der DDR geschrieben hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass unter den Streikführern zum Beispiel auch eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Berufssoldaten waren. Also die sozusagen die in Anführungszeichen Redelsführer waren, was dann in ganz andere Richtungen führt. Aber es gab jedenfalls, um es mal allgemein zu sagen, es gab ein Bewusstsein für die Chance sozusagen der Selbstorganisation. Das war das Entscheidende. Und ich betone das so, weil dieses Bewusstsein, also wenn es ein Phänomen gibt, was in den 37 Jahren DDR danach aufgetreten ist, dann ist das genau dieses Bewusstsein und die Chance darauf, kollektiv zu handeln, ausgetrocknet wurde. Also durch Verfolgung, durch Beseitigung sämtlicher Formen von Selbstorganisation in den Betrieben. Und es gab dann andere Formen, es gab die berühmten Eingaben und so weiter. Aber kollektives Handeln an der Werkbank ist nicht sofort nach dem 17. Juni. Wir wissen, dass es noch lange dauerte, bis das völlig beseitigt war. Aber ich sag mal so, Ende der 50er Jahre ist das eigentlich kein großes Thema mehr. Es gibt keine Arbeitsniederlegungen mehr oder kaum noch Arbeitsniederlegungen und so weiter. Das hat langfristige Folgen. Wir kommen ja bestimmt noch darauf zurück, welche Rolle Solidarität später und heute spielte. Wenn wir an 1989 schauen, es gab keinen Generalstreik. Die Betriebe waren nicht der Startpunkt für das, was im Herbst 1989 passierte. Es waren, ich sage das jetzt ein bisschen despektierlich, Feierabenddemonstrationen. Also die berühmte Demonstration auf dem Leipziger Ring fand sozusagen nach Feierabend statt, was ihrer Wirkung keinen Abbruch tat. Aber es war jedenfalls, es war nicht diese alte Tradition. Also die gewerkschaftlich-sozialdemokratische Tradition ist weggefallen. Damit komme ich jetzt zur ersten Frage. Ja, es war natürlich dann im zweiten Schritt, als die Demonstrationen auf die Straße gingen, war es nicht mehr so homogen. Also die sozusagen sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Tradition ist dann mit vielen anderen Traditionen zusammengekommen, guten und
vielleicht anderen, die wir heute als weniger sozusagen positiv erinnerungswert waren. Es war natürlich ein Antikommunismus und Antisowjetismus, der eine legitime politische Strömung war, aber nicht unbedingt notwendigerweise eine demokratische politische Strömung war. Das gehört eben sozusagen zu den ambivalenten Seiten des Erbes des 17. Juni, dass das eben nicht so hundertprozentig eindeutig ist, was eigentlich sozusagen an politischen Wertvorstellungen, an Zielvorstellungen dahinter stand. Insofern ist die Frage nach sozusagen den Grenzen der Solidarität oder die Frage, welche Rolle spielten eigentlich andere soziale Gruppen, die führt dann natürlich sozusagen in die Vielfalt von Demonstrationen und Aktivitäten, die es wirklich außerdem noch gegeben hat. Es ist klar, die Hennigsdorfer Arbeiter und so weiter sind der Startpunkt, aber es breitet sich dann thematisch von den Zielen her und von den sozialen Gruppen, die da auf die Straße gehen, breitet es sich sehr viel weiter aus. Das ist, ich zähle das jetzt nicht alles auf, wer da noch aktiv war. Die Intellektuellen in der Tat hatten, also jedenfalls die in der DDR noch aktiven und artikulationsfähigen, sprich SED-nahen Intellektuellen, hatten damit ein Problem. Das ist in der Tat richtig. Ja, in Polen, das war ja ganz anders. Da haben ja die Intellektuellen direkt ein Komitee zur Unterstützung der Arbeiter gegründet. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es ist ein sehr langer Prozess. Man darf nicht vergessen, wir sprechen jetzt vom 53. Ja? Stalin ist kurz verstorben. Und was muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir Schluss mit dem Totalitarismus haben, sondern ganz im Gegenteil, sehr viele Eliten haben das Gefühl, es ist gefährlicher geworden und das Regime ist desto stärker und gefährlicher und auch brutaler, was man auch auf den Straßen nicht nur von Berlin damals sehen konnte. Und ich glaube, es ist ein sehr langer Prozess. Ich glaube, es lohnt sich auch über diese Geschichten in Mittel- und Osteuropa als eine lange Freiheitsgeschichte zu sprechen, eine gemeinsame Freiheitsgeschichte, die wir uns noch nicht wirklich erzählt haben, dass man bis zu 70er Jahre versucht, auf den Straßen diese Spannung darzustellen und aus der Spannung ein wenig Liberalisierungsräume zu schaffen sozusagen. Das gelingt nie und das endet immer auf eine sehr brutale Art und Weise. Und das sind erst 70er Jahre oder Mitte 70er Jahre, wenn man langsam anfängt, anders über die Situation zu denken. Man glaubt nicht mehr an die Reformen des Regimes, sondern man fängt an zu denken, dass man eine alternative Repräsentation braucht oder dass man ein alternatives Leben ins Leben rufen soll. Ja? Das nennt man Antipolitik in der Tschechoslowakei zum Beispiel. Ja? Wir schaffen das nicht. Eine Politik ist einfach schlicht nicht mehr möglich. Aber was wir tun können, es gibt noch Küchentisch zu Hause. Es gibt Privatsphäre, in der wir uns treffen können und ernsthafter sagen können, was wir wirklich brauchen, wonach wir sehnen, was sind unsere echten Erfahrungen und Erwartungen. Und ja, das ist Mitte der 70er Jahre, das ist Anfang der 70er Jahre, wenn die Idee auftaucht, alternative Gewerkschaften zu schaffen, das wäre was. Ja, das ist die Situation in Danzig, in der Danziger Werft. Und dann 1980 gelingt es den Menschen, eine große Lehre zu ziehen aus der ganzen brutalen, tragischen, blutigen Geschichte Mittel- und Osteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu sagen, wir gehen nicht mehr auf die Straßen, sondern wir schließen die Toren zu Werft, zum Betrieb und wir kontrollieren die Situation. Und wir werden die Gewalt nicht mehr verwenden. Die taucht immer auf beiden Seiten auf. Und das ist ein unglaublich kluges Moment in der mittelosteuropäischen Geschichte. Und ich bin mir sicher, es ist die Synthese. Wer spricht? Das sind alle diese Menschen. Das ist diese Frau, die auf uns schaut aus diesem Foto. Das ist ein unglaubliches Gesicht, unglaublich starkes Gesicht. Ja, das sind diese wirklich dramatischen Erfahrungen, die dann
plötzlich in eine völlig andere Sprache des Protestes verwandelt werden. Das ist die gewaltfreie Bewegung, die versucht, ihre Schwäche zu zeigen. Ja, das ist nach dem Muster von Václav Havel, die Macht der Ohnmächtigen. Lasset uns unsere Schwäche zeigen, weil wir sowieso das nicht gewinnen. Aber mit dieser Schwäche gewinnen wir an Identität. Wir werden zu sozialen Akteuren auf der Bühne und wir werden sichtbar sein. Ja, diese gewaltfreie Strategie oder gewaltfreie Philosophie war eigentlich ein geniales Moment in dieser Bewegung, in dem die Gewerkschaftler, die Intellektuellen ernsthafter genommen wurden. Und das ist tatsächlich Mitte der 70er Jahre, wenn die Intellektuellen und die Arbeiter fangen an, gemeinsam zu handeln. Und man darf nicht vergessen, das ist ein Arbeiterstreik im August 1980 in Danzig. Und die Intellektuellen kommen immer 5 Minuten später natürlich. Und dann langsam klauen sie die Revolution. Aber die Zusammenarbeit ist großartig und die gemeinsame Unterstützung ist großartig. Mit allen diesen Paradoxen, weil natürlich, das sind die Arbeiter, die Träumer sind, die keine Grenzen mehr kennen und sie erwarten alles, was sie wollen, wovon sie geträumt haben. Und das sind die Intellektuellen, die sagen, ja, so weit geht es nicht. Wir müssen auch handeln mit den Machthabern und es gibt eine Sprache der Politik, die wir auch ernsthafter nehmen müssen. Von daher, es ist eine faszinierende Mischung von verschiedenen Erfahrungen und Erwartungen, aber ohne diese Arbeiterträumerei gäbe es keine Revolution. Das darf man nicht vergessen. Frau Strobel, ich habe das Gefühl, nein, Sie wollen gleich was sagen. Nein, ich bin nur gerade wahnsinnig schön ausgedrückt. Das ist nur gerade, wir reden auch gerade ganz viel über Träumerei gerade wieder und in Österreich und diese Vorstellung von Arbeiterträumerei. Also wenn man es nicht ausformuliert, dann passiert es auch nicht. Und wenn man es nicht niederschreibt, dann passiert es nicht. Das ist eine sehr schöne und ich glaube, da können wir uns sehr viel in der Gegenwart abschauen. Auch das Bild ist richtig sehr stark, da haben Sie recht. Und die Situation, die wir jetzt haben, ist natürlich eine andere. Wir haben kein repressives Regime, was auf uns niederdrückt. Es sind andere Formen, wie Politik quasi unmöglich geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Colin Crouch hat das hellsichtig vor 27 Jahren als Post-Democracy beschrieben, wo es einfach nicht darum geht, dass uns jemand das verbietet oder dass es die Institutionen nicht gibt oder dass man irgendwie gehindert wird, seine Stimme abzugeben. Das ist alles da. Nur der Spielraum ist immer kleiner geworden von Politik. Also wenn wir uns jetzt überlegen, in den 90er Jahren, ja, vom Ende der Geschichte, das ist, glaube ich, die größte Fehleinschätzung, die es je gegeben hat in der Politikwissenschaft, es gab viele, hat man gedacht, so, jetzt ist es einfach vorbei und jetzt beginnt die Party und jetzt geht es allen gut und so leben wir jetzt immer weiter. Und nach hat die Politik auch selbstständig immer mehr die Räume abgegeben, so dass es am Ende auch ein bisschen egal war, quasi wen man wählt, weil die Möglichkeiten gar nicht da waren, jetzt irgendeinen großen Wurf zu machen. Man wollte gar nicht, dass Politik in der Lage war. Man hatte genug von diesem Pathos und davon, dass jetzt irgendwie große Würfe gemacht worden sind. Und es ist sehr ins Verwalten gegangen. Und spätestens mit 2001 ist man drauf gekommen, naja, okay, also es ist nicht das Ende der Geschichte und es braucht doch wieder eine große Perspektive. Und diese Räume waren aber nicht mehr da. Und durch die vielfältigen Krisen der letzten Jahre, die auch also lange Vorläufer haben und wo es viel zu reduktionistisch wäre zu sagen, es gibt eine Krise, die alles ausgelöst hat, so ist es nicht in der Geschichte. Aber jetzt ist die Gegenwart so, dass sie die Summe dieser Krisen ist, die sich auftürmen und ineinander laufen. Ist es jetzt so, dass die Räume doch wieder da sind und dass sie doch wieder sichtbar werden. Nur können diese Räume, die sich da auftun, wo es vielleicht
ein Weiter so nicht mehr gibt, also wo klar wird, es könnte jetzt auch doch wieder anders werden und es ist doch nicht so, wie es immer war, geht es nicht einfach verwaltend weiter. Diese Räume können aber auf vielfältige Art gefüllt werden und ich glaube, das ist das, was uns klar sein muss. Die können autoritär gefüllt werden und es gibt ganz unterschiedliche, viele AkteurInnen global, die sich bereit machen, diese Räume autoritär zu füllen, also mit Clan-Hierarchien, mit einem Gesellschaftsbild, das auf Clan-Hierarchien, auf Clan-Dichotomien aufbaut. Klar, quasi eine Inside-Group gibt, eine Outside-Group gibt, der Gut-Böse. Und dass das einfach auch sehr schnell sehr gehen kann und dass das alles quasi hinter der Fassade der Demokratie passieren kann. Ja, das heißt, es gibt die Institutionen der Demokratie noch, die stehen da, aber es gibt sie eigentlich nicht mehr. Und ich war letzte Woche war ich in Ungarn und habe dort mit ungarischen Abgeordneten reden dürfen. Und das ist erschütternd, also es ist wirklich erschütternd, wenn ungarische Abgeordnete in einem ganz offiziellen Treffen dann einfach sagen, ja, wir sind keine Demokratie mehr. Und Orban kann machen, was er will. Es gibt niemanden mehr, der ihn stoppt. Es gibt nichts mehr, das ihn daran hindert, so lange zu regieren, wie er möchte. Und da sieht man, dass diese autoritären Räume, also das Füllen dieser Räume mit autoritären Ideen, einfach eine ganz große Gefahr ist und dass es da ist. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das füllen kann. Und ich glaube, die im Sinne eben von allen oder von einer Mehrheit ist, die demokratische ist, diese Räume solidarisch zu nutzen und einfach zu überlegen, was ist es denn, also ist es so gut jetzt, wie es ist? Ja? Und vielleicht haben wir nicht in der besten aller Welten gelebt und vielleicht kann man das in Richtung Solidarität verändern. Und da ist es aber wichtig, in einer so globalisierten Welt, wie wir leben, es funktioniert nicht. Man kann sich nicht abgrenzen. Man kann nicht sagen, der Rest der Welt interessiert einen nicht. Vor allem, weil die autoritären Vernetzungen längst transnational stattfinden. Deswegen gibt es ja überall dieselben Diskussionen und dieselben Strategien. Und deswegen muss diese solidarischen Lösungen müssen auch transnational sein. Man kann sich einfach abgrenzen und sagen, ja, für uns schon, aber für alle anderen nicht. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, die es aktuell gibt und das auch, was man lernen kann. Und da, wo ich in der Sprache und im Zugang doch viele Gemeinsamkeiten auch sehe. Diese Räume sind sowas wie Lücken, die es zu füllen gibt, aber auch Handlungsspielräume. Der Historiker, was sagt er zu diesen Begriffen? Ja, also so sympathisch mir diese Gedanken sind, möchte ich zwei Einwände formulieren. Also der erste, den habe ich ja vorhin schon angesprochen. Solidarität entsteht dann als historisch oder gesellschaftlich, jetzt, also ich sage mal historisch, aber ich meine jetzt auch aktuell, als gesellschaftliche Kraft, wenn es ein Bewusstsein über die Gemeinsamkeit gibt. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Und ich glaube nicht, dass man die von oben erzwingen kann. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Ja. Wir schreiben beide Bücher. Ja. Insofern ist das klar, dass man so einen Grund hat, warum man das tut, Bücher schreiben. Aber das ist sozusagen der entscheidende Mechanismus, ist nicht der, dass man liest, aha, wir könnten mal solidarisch sein, sondern tatsächlich sich, vor allem das Entscheidende ist noch nicht mal auf das Handeln zu kommen, sondern das Entscheidende ist, sich überhaupt als gemeinsames Schicksal wahrzunehmen. Also das geht sozusagen in den Südstaaten vom Haussklaven zum Feldsklaven los, wo eben so ein solidarisches Handeln die absolute Ausnahme war. Und könnte man jetzt durch alle Epochen durchgehen. Und das ist eben... Also würde ich jetzt sagen, das macht es, das ist ein bisschen Wasser in den Wein, aber es macht es so extrem unwahrscheinlich, dass solidarisches Handeln in dem Sinne, wie wir es am Anfang hier uns verständigt haben, dass es wirklich zu einer historischen Kraft wird. Also ich würde jetzt mal sozusagen die Gegenthese formulieren. Der Regelfall ist, dass es das nicht wird. Und es ist, man kann sich, also kommen wir noch mal kurz auf den 17. Juni zurück. Also die Entscheidung,
in der Fabrik zu sagen, ich gehe jetzt mit auf die Straße, komme, was da wolle, ob ich heute Abend noch nach Hause komme oder nicht, das ist ja eine individuelle Entscheidung und eine extrem risikobehaftete Entscheidung. Und man kann sich leicht ausrechnen, dass in 95% der Fälle oder vielleicht 98% der Fälle die Entscheidung lautet, nee, ich bleibe lieber am Arbeitsplatz und gehe jetzt nicht auf die Straße. Und diese Hürde muss ja sozusagen übersprungen werden. Und also wenn man es jetzt programmatisch formuliert, wie Sie es tun, ich würde als Historiker sagen, es ist eben extrem selten, dass tatsächlich, also jedenfalls in dieser sozusagen ursprünglichen Form Solidarität dann tatsächlich zur sozusagen konkreten Kraft wird, die tatsächlich wirksam ist. Über die institutionelle, also die institutionalisierte Solidarität, sprich Organisationen, die aufgebaut werden und so weiter, kann man natürlich dann noch an anderer Stelle sprechen. Die gab es am 17. Juni eben nicht. Das war die große Schwäche des Aufstandes, dass es zwar noch ein paar Streikführer gab, aber darüber hinaus gab es keine Organisation. Und deswegen war es dann auch, also was heißt deswegen, es war, wäre möglicherweise auch mit Organisationen zermalmt worden, aber es war einfach klar, es ist ein spontaner Aufstand. Also über den Urmoment hinaus ging es nicht sehr viel weiter. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Dazu, ganz kurz. Kurz dazu. Ich stimme völlig zu, dass man es nicht verordnen kann. Ich glaube nicht, dass es immer freiwillig sein muss. Das sieht man bei der Form der institutionalisierten Solidarität. Aber alle Versuche von hier ist das Buch der Weisheit, lest es, sind, also funktionieren nicht. Aber ich glaube sehr wohl, dass man Solidarität organisieren kann. Ich glaube nicht, dass es quasi eine Leben- und Todsituation, dass dann erst Solidarität möglich ist, sondern dass es schon da vorne ist und dass es so, wie vorhin gesagt, quasi von unten tatsächlich organisiert werden kann und dass dieses aber Erkennen der gemeinsamen Notlage oder schlechten Lage notwendig ist dafür. Mhm. Ich habe ja auch gestaunt, dass Sie die Macht der Bücher so in Frage stellen. Sie haben selber Herr und Knecht angeführt und Sie haben ein wunderbares Beispiel dafür gegeben, wie die Formulierung von Ideen und Sie benutzen in Ihrem Buch den Begriff Erzählungen, die Räume füllen und die können das dichotomisierend machen oder eben Solidarität mobilisierend. Also da ist ja ganz viel Kraft der Ideen und der Bücher. Ich würde das Wort gern an den Philosophen geben an der Stelle. Ja, da verwandle ich mich in einen Skeptiker und sage, ja, vielleicht wir leben in Zeiten mit dem Ende dessen, was wir als Solidarität genannt haben. Solidarität ist ja in der Moderne entstanden, in der Zeit der großen Industrialisierung. Das war die Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem kommunistischen, sozialistischen, anarchistischen Bewegungen verbunden. Daraus ist ja Sozialdemokratie entstanden. Und es gab Orte, an denen Menschen solidarisch sein konnten, weil sie bestimmte Handlungen geübt haben. Das waren Betriebe, ja, sind Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen an einem Ort, jahrelang. Sie kannten sich, sie könnten einander hassen, aber das war der gemeinsame Schicksal. Das gibt es nicht mehr. Ja, in dieser Hinsicht, it's over. Und gegenwärtiges Problem mit der Solidarität ist ja, und das sieht man sehr genau bei den neuen sozialen Mobilisierungen, die dann sich nicht mehr in soziale Bewegungen verwandeln können, dass sie aus einer zersplitterten Gesellschaft entstehen. Von Menschen, die einander nicht kennen, die vielleicht zum allerersten Mal im Leben auf die Straßen gehen und das Gefühl des Gemeinsames, diese performative Dimension einfach spüren, gemeinsam spüren. Diese Erfahrungen sind kaum zu finden in unserem Leben. Und natürlich, wir stecken vor unseren Laptops, Computer, Mobile Phones und so weiter und so fort, völlig vereinsamt. Ja, was Reckwitz die Singularisierung der Welt nennt, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr passender Begriff dafür, worin wir stecken. Es ist äußerst schwierig, dann daraus eine Art des Vertrauens und gemeinsamen Handels zu entwickeln. Und neue soziale Mobilisierungen tauchen auf und verschwinden sofort. Das sind Wellen, die es gleich nicht mehr gibt.
Sie mögen die Hauptfiguren nicht mehr. Das Vertrauen für das Repräsentative gibt es nicht, gar nicht. Sie sind kaum programmatisch. Sie sind eigentlich gar nicht mehr programmatisch. Aus den Bewegungen oder aus den Mobilisierungen entstehen keine Programme. Occupy Wall Street 2010 ist ein sehr gutes Beispiel. Man hat die ganze Zeit geredet und die Bewegung ist verschwunden. Ja, es war Zizek, der nach New York kam, um vor dem Wall Street mit dem Streikenden zu reden, sagte, man kann sich in eigene Sprache verlieben und das wird die Katastrophe sein, das wird das Ende der Bewegung sein und das ist, glaube ich, auch passiert. Also wir haben ein großes Problem. Wir sind heutzutage nicht imstande, ein Programm zu schaffen und eine Repräsentation zu schaffen, die uns in irgendwelche Richtung bewegen könnte. Und das ist, glaube ich, auch mit der schwierigen Phase der Moderne, vielleicht Spätmoderne, ja, eine Gesellschaft, in der wir spüren, dass wir schon müde sind, dass wir keine neue Kraft, keine neue Energie für die Erneuerung des demokratischen Projektes nicht mehr haben. Oder, und das bedeutet vielleicht ist das das Ende der Solidarität. Vielleicht war 1980 oder 80er Jahre der letzte, ja, also das letzte Wort für Solidarität. Schauen Sie mal, ja, es ist ein Programm entstanden, das nie verwirklicht wurde. Stattdessen haben wir eigentlich sehr, sehr neoliberale Form des Kapitalismus erlebt in Mittel- und Osteuropa. Und es gab keinen Raum für Verwirklichung des Traumes, von dem wir gesprochen haben. Ja, Punkt. Ich versuche, es ist nicht meine Stärke, aber ich versuche, das Positive wiederzufinden. Ich stimme zu, dass es diese Form der Organisierung, wie wir das kennen aus der Gewerkschaftsbewegung, so, das ist der Ursprung dieses Solidaritätsgedankens. Es ist ja nicht ohne Grund quasi eine Parole der ArbeiterInnenbewegung. Und der Ort, wo Solidarität geübt worden ist, wo man das gelernt hat, waren die Betriebe, weil man alles quasi in derselben oder fast selben Position war, Herr Knecht und so weiter. Und natürlich hat es dann im Neoliberalismus, hat man das sehr schnell überrissen und hat dann verschiedene Positionen und hat dann mit Bonusprogrammen und so weiter, hat man auch in den Betrieben die Leute aufgeteilt, sodass sie nicht mehr, dass sie in Konkurrenz zueinander gestellt worden ist. Wir sind ja in permanenter Konkurrenz, alle gegen alle, das fängt im Kindergarten an und geht bis dann Social Media und so weiter, wo man immer performen muss, immer eine Marke sein muss. Wenn man jetzt Social Media, was Sie angesprochen haben, aber nicht als Ort versteht, zu dem man hingeht, wie wenn man in den nächsten Raum geht, sondern als Realitätsschicht versteht, die dazugekommen ist, die auch hier mit dieser interagiert, dann schaut die Welt ein bisschen anders aus, weil dort wird Politik gemacht mit einer ganz eigenen Logik, die anders ist als so, wie wir das hier haben. Und ich würde immer argumentieren, es gibt eine Form des digitalen Faschismus, es gibt digitale Schlägertrupps, es gibt quasi eine, Faschismus hat sich transformiert in die sozialen Medien und er ist transnational geworden und die Kulturkämpfe und all das. Aber es hat sich auch Solidarität transformiert und sie organisiert sich jetzt anders. Das heißt, der Ort, wo sind dann vielleicht nicht die Betriebe, aber ich komme dann doch zum Beispiel drauf, dass ich als Frau anders behandelt werde. Und dann gibt es Formen der Organisierung, die vielleicht nicht so institutionalisiert sind und nicht so langlebig sind, aber die doch solidarische Formen sind, die auch nur online stattfinden, aber das ist Realität, die dort stattfindet. Und dann gibt es Formen, die auch so hybrid sind, ja, wo es natürlich das, was sich quasi wo transformiert, und ich will ja auch argumentieren, dass das, was wir im Iran sehen, klassische Form quasi der Solidarität ist, wo es auch wirklich da um Leben und Tod geht. Diese mutigen Frauen, die sich dem da entgegenstellen. Und das aber gleichzeitig natürlich auch in den sozialen Medien stattfindet und dann längst über den Iran hinaus stattfindet, eine sehr aktive Diaspora und Leute, die das aufnehmen. Das heißt, wir sehen eigentlich globale Solidaritätsbewegungen, die dann das vielleicht nicht in eine Programmatik
klassischerweise, wie es bei Parteien ist, transformieren können, aber doch zu einer Politisierung beitragen und zu einer Sozialisierung beitragen von jungen Menschen, die ja viel mehr mit dem umgeben sind, nämlich tagtäglich. Ja, und das heißt Black Lives Matter, das heißt die Klimabewegung, das heißt die Frauen im Iran, was auch immer. Ja, da gibt es auch viele Probleme und wir können auch dort über Konkurrenz denken und über das alles reden. Aber ich würde immer argumentieren, dass es Solidaritätsbewegungen sind, dass es vielleicht nicht ganz so düster ausschaut, die Zukunft. Ja, wir haben die Straße, wir haben den Küchentisch, wir haben das Internet. Diese Medien ändern sich und sie gehen auch ineinander über. Es gibt auch noch die Straße und den Küchentisch parallel zum Internet. Und es gibt ja diese Dringlichkeit. Also so ziemlich zeitgleich mit Ihrem Buch über Solidarität ist der Aufruf zur Gründung einer ökologischen Klasse erschienen von Bruno Latour, der sagt, diese Bewegung wird quer durch alle Schichten gehen und nicht einzelne Gruppen betreffen, sondern es ist eigentlich ähnlich, wie Sie sagen, dass sozusagen die Menschheit ihr Überleben als gemeinsames Ziel entdeckt. Und da fängt vielleicht ja erst was an. an neuer Bewegung und hört hoffentlich nicht auf. Ich möchte Ihnen im Publikum auch die Chance geben, einfach einzusteigen mit Ihren Fragen, sich einzutunen. Ich sehe eine Wortmeldung ganz hinten. Ja. Oh, uiuiui. Das ging schnell. Hallo. Entschuldigung. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen nervös tatsächlich. Nein, ich würde tatsächlich auch als Person, die sehr viel in den sozialen Medien unterwegs ist, gern etwas dazu beisteuern und vielleicht einfach mal meine eigene Meinung dazu äußern zum Thema Solidarität in den sozialen Medien. Denn ich persönlich bin schon der Auffassung, dass die sozialen Medien die Kraft haben, solidarische Bewegungen zu nicht unbedingt zu beginnen, aber doch zu stärken. Und ich finde, dadurch, dass Informationen durch die Medien eben so schnell verbreitet werden können, muss ich persönlich sagen, dass es etwas ist, das mich selbst beeinflusst hat. Und ich zum Beispiel, also ich bin davon fest überzeugt, dass es zu einem Umdenken führen kann in relativ großen Teilen der Gesellschaft. Zum Beispiel, dass in meinem Freundeskreis, natürlich umgibt man sich ja eher mit den Menschen, die ähnlich denken wie man selbst. Aber ich kann sagen, dass Bewegungen wie zum Beispiel, obwohl das jetzt irgendwie oberflächlich klingt, Hashtags im Internet dazu geführt haben, dass ich mein eigenes Verhalten angefangen habe zu überdenken und dass ich mich über bestimmte Dinge informiert habe und mich dann mit anderen Menschen im echten Leben, also es ist aus dem Internet sozusagen, in meine Umwelt, in meinen Alltag gekommen. Und dadurch habe ich dann angefangen, mich persönlich mit anderen auseinanderzusetzen, zu unterhalten. Und dadurch sind eben auch Gruppen entstanden, die das aus den sozialen Medien halt in die reale Welt getragen haben. Und für mich kommt es dann dadurch vom Internet halt an den Küchentisch und vielleicht von dem Küchentisch irgendwann hoffentlich auch auf die Straße. Und ich finde schon, dass es wurde gesagt, dass es keine Kraft für die Erneuerung des demokratischen Projektes gibt. Ich persönlich muss sagen, dass ich trotzdem diese Kraft sehe. Einfach weil ich sehr viele Freunde habe, die die noch die Hoffnung haben, auch etwas bewirken zu können und sich tagtäglich dafür einsetzen, dadurch, dass sie sich eben informieren und versuchen, sich zu engagieren, politisch und gesellschaftlich. Und ich finde, das ist für mich Kraft. Und ja, das wollte ich nur so sagen. Danke. Die Hoffnung. Da komme ich nochmal zurück auf 53, weil wenn man so Geschichte dann so studiert und dann hört man, ja, es ist immer, wenn es ganz schlimm ist und ein bisschen besser wird, die Normerhöhung wurde zurückgenommen und dann? Wurde erst nicht zurückgenommen. Wie ist das? Braucht es sozusagen, also funktioniert es dann, wenn man gar keine Hoffnung mehr hat, man hat nichts mehr zu verlieren oder man dachte schon, man hat nichts mehr zu verlieren und jetzt öffnet sich doch nochmal die Option.
Naja, also 1953 war das, sozusagen ist die Konstellation ja eindeutig, also Stalins Tod, um nur die wichtigsten Stichworte zu nennen, Stalins Tod im März 1953, damit eine Verunsicherung in der Sowjetunion, was überhaupt der weitere gesellschaftspolitische und auch europapolitische, deutschlandpolitische Kurs sein würde. Dann im Mai die Entscheidung, wir lockern, um ein bisschen Druck aus der extrem konfrontativen Situation in der DDR zu nehmen. Und damit parallel verbunden die sowjetische der Beginn der Überlegungen, ob man nicht vielleicht doch noch mal gesamtdeutsch ins Geschäft kommen könnte mit den Westalliierten. Und das löste dann zunächst mal genau diese Lockerung aus, die überhaupt, genau wie Sie es gesagt haben, den Raum dafür öffnete, tatsächlich wieder eine Chance auf Handeln zu sehen. Und dann kam noch obendrauf, dass eben genau also alles wurde gelockert, es wurden politische Häftlinge entlassen, die jungen Gemeinden wurden nicht mehr bis aufs Messer bekämpft, die LPGs, die vorher zwangsweise gegründet wurden, hatten das Recht, sich auf einmal wieder aufzulösen und noch viele andere Bereiche. Also in allen gesellschaftlichen Bereichen ging die SED einen Schritt zurück, ausgerechnet bei der Klientel, von der sie ja immer behauptet hat, dass es eigentlich ihre eigentliche politische Heimat ist, nämlich die Industriearbeiter. Ich würde sagen, präziserweise die männlichen Industriearbeiter in Großbetrieben. Das muss man im Zeitalter der Intersektionalität muss man das ein bisschen präziser formulieren. Also sie hatten eine sehr klare Vorstellung davon, was ihre Klientel ist. Und genau der muteten sie zu, in einer allgemeinen Lockerungssituation weiterhin an die Kandare genommen zu werden. Das brachte das fast zum Überlaufen. Ich überlege jetzt gerade, was das für die Frage der Solidarität bedeutet. Das war jedenfalls eine extreme Situation, die einfach die Mobilisierung auslöste. Das kann man auf jeden Fall sagen. Die Voraussetzungen, das habe ich vorhin schon gesagt, für dieses solidarische Handeln waren zu dem Zeitpunkt schon, waren noch vorhanden. So muss man es, glaube ich, sagen. Also insofern ist das, dass Revolutionen, Aufstände und so weiter immer durch solche paradoxen Dynamiken ins Rollen kommen, das wissen wir, also sozusagen, das ist keine Besonderheit des 17. Juni. Es ist nicht geradlinig, es wird immer schlimmer und dann gibt es die Gegenwehr, sondern es gibt so einen Moment, wo man das Gefühl hat, es gibt einen Moment der Schwäche auch auf der Seite der Machthaber und dann kommt eben Leben ins Spiel sozusagen. Die Wortmeldung zielt ja auch auf Hoffnung ab und es klingt mir jetzt eigentlich so, als ob man es für dieses DDR-Beispiel, da gab es ein Gegenüber, ihr schuldet uns was. Ganz konkret. Sie haben ja gerade gesagt, ne, die SED-Repräsentation der Industriearbeiter. Ja, das stimmt, aber sozusagen, das sagt ja noch nicht auch, deswegen muss es noch nicht unbedingt zu einer Dynamik im Sinne von Demonstrationen, von Aufruhr kommen, gewissermaßen. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, also sozusagen, wie die Kombination jetzt ist, also im Vergleich zu heutigen Zeiten. Mein Gefühl sagt, dass das irgendwie ein bisschen hinkt, also aufgrund der völlig anderen Bedingungen, unter denen wir heute sind. Wir haben ja hier den Vergleich zu thematisieren, ist schon absurd, weil sozusagen die härteste stalinistische Phase, die es überhaupt gab, war eben vom Juli 1952 bis zu Stalins Tod. Und das war eben sozusagen, das war der Startpunkt, von dem aus dann die Lockerung stattfand. Das hat, glaube ich, mit heutigen Mobilisierungsbedingungen mit und ohne Internet eigentlich nichts zu tun, würde ich sagen. Ja, Solidarität gehört zu dem großen Projekt oder zu dem großen Versprechen der Aufklärung. Ja, es ist geboren politisch mit der großen Revolution in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, Ende des 18. Jahrhunderts. Und diese drei Worte, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die sich dann ziemlich schnell bloßgestellt hat und dann mit dem Begriff Solidarität umgesetzt wurde, sind, glaube ich, weiterhin geltend. Wir haben nichts anderes. So sehe ich zumindest die Situation. Ob wir imstande werden, diese drei Begriffe ernsthaft zu nehmen, heute sehen wir es, das ist die Ukraine, aus der wir sozusagen Ernsthaftigkeit der Sache schöpfen. Und wir sehen Ernsthaftigkeit der Situation erst, wenn wir mit der tragischen Konfrontation mit dem Krieg, mit der
ja, Katastrophe für die Menschheit zu tun haben, erst dann nehmen wir wieder die Begriffe ernst, weil jemand für die stirbt, weil jemand glaubt, dass es sich lohnt, für diese Ideale oder diese Ideen zu sterben, weil man glaubt, durch oder auf dem Grund von diesen Idealen lässt sich nur eine gerechte Welt aufbauen. Und das, glaube ich, sagt nichts Gutes über uns in der Europäischen Union oder in Europa überhaupt. Aber das gibt natürlich Hoffnung, dass wir jetzt mit gewissen Schärfe sehen oder imstande sind, anzuerkennen, worum es geht, was ist auf diesem Spiel. Und also ich sehe in dieser Tragik der Gegenwart, sehe ich eine Hoffnung, denn Krisen sind Momente, in denen möglich wird, aus denen eine neue Welt und eine neue Ordnung zu schöpfen. Ob das gelingt, hängt sehr viel von uns ab, natürlich. Die Bedingungen dafür sind vielleicht nicht besonders gut, glaube ich, in heutiger Zeit. Aber ich warte auch auf Menschen, die bereit wären, eine interessante Erzählung darzustellen, sozusagen, oder uns die Welt neu zu erzählen. Ob das aus der politischen Welt kommt, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, es ist eine sehr konflikthafte Welt, die sehr stark auf der Identität aufgebaut wird. Wenn ich von der Hoffnung denke, dann denke ich an Solidarität als ein Begriff oder als ein Phänomen, das weniger mit der Identität zu tun hat und vielmehr mit der Bereitschaft, meine eigenen Grenzen zu überschreiten. Also ich lese Solidarität oder den Sinn der Solidarität viel mehr heterogen als homogen. Ich glaube nicht, dass es der Sinn der Solidarität ein gemeinsames Ziel ausmacht, sondern eher Bereitschaft, rauszugehen aus meiner Komfortzone, aus meinen Sicherheiten und so weiter und so fort. Also ich glaube, wenn ich an Metaphern denke, zu Solidarität, dann ist es wie eine Auslenkung, nicht wahr? Also ich verliere nicht meine Position, aber ich schaue zugleich aus meiner Perspektive raus. Und das ist keine Liebe, das sind bürgerliche Verhältnisse. Wir müssen uns nicht mehr mögen, aber wir sind gemeinsam in diese eine Welt und wir haben eine Menge von Herausforderungen. Das zu entdecken bedeutet zugleich, ja, einen Spielraum für Solidarität zu entdecken. Also ich glaube, dass vielleicht diese dramatische Situation, vor allem im Krieg in der Ukraine, uns dazu führt, dass wir diesen Spielraum wieder entdecken und den beleben. Mhm. Frau Strobel antwortet und ich halte aber nebenher Ausschau, ob andere Arme hochgehen. Aber sie antwortet. Genau, also mein Bild, was ich in diesem Essay verwende, ist das der Klammer. Ja, weil früher hat man also diese Kaderparteien gehabt und da war alles sehr eng mit Parteien verknüpft und das ist in der jetzigen Welt einfach nicht mehr möglich, weil sich Leute unterschiedlich organisieren, weil sie unterschiedliche Politisierungsmomente haben, weil sie unterschiedliche politische auch Leidenschaften haben. Und das muss man nochmal als legitim anerkennen, ohne dass es eben eine große Liebe sein muss oder dass man auch nicht alles verstehen muss, was dort passiert. Aber wenn man sich als Teil dieser solidarischen Klammer versteht, dann kann man in der auch autonom agieren und muss nicht verschmelzen, aber findet trotzdem zusammen. Und diese Klammer, diese solidarische Klammer, das ist natürlich Aushandlungssache, das kann man auch nicht bestimmen, das kann man nicht am Reißbrett bestimmen. Da gibt es rote Linien für viele und ich appelliere an dieser Stelle immer, sich zu überlegen, quasi wo ist die eigene Schmerzgrenze? Also wie weit muss ich mit jemandem politisch übereinstimmen, um mit diesen Personen in dieser Klammer zu handeln? Ja, müssen 70% sein, können 60, 40, 30, also wo wird es ein Problem? Ja, und wo sind diese Linien und was sind diese Linien? Diese Klammer, ich habe das dann versucht quasi so auf einen Punkt zu bringen und das muss einfach eine lebenswerte Zukunft für 8 Milliarden Menschen sein. Und das klingt so banal oder das klingt jetzt auch nach Träumerei, aber die Alternative dazu ist so viel schlimmer und ist so viel radikaler, dass es eigentlich keine Alternative dazu geben kann.
Und in dieser lebenswerten Zukunft für 8 Milliarden Menschen kann sich jetzt jeder dort finden, wo er oder sie möchte. Das kann die Klimakrise sein, das kann Arbeitskämpfe sein, das Frauenrechte sein, also der Regenwald in Brasilien, keine Ahnung. Ja. Aber überall sitzen ja Leute und versuchen sich dran an ihrem kleinen oder großen Zipfel. Und ich glaube, das, was einfach fehlt, ist, sich als dieses Kollektiv zu begreifen, weil es ja dann doch klein ist und Single Issue ist. Aber dass man doch zumindest in dieselbe Richtung arbeitet. Es gibt sicher keine, man kann sicher nicht quasi in allen Details eine gemeinsame Weltvorstellung präsentieren, aber diese Grundidee, dass man niemanden zurücklässt und dass man nicht beginnt zu sagen, für die reicht es nicht und die haben jetzt leider Pech gehabt, das ist, glaube ich, der wichtige Moment, weil das ist genau, was Autoritäre machen und was in der Klimakrise noch ein ganz großes Problem wird, wenn man beginnt zu sortieren, wer bleibt und für wen geht es leider nicht. Ich habe eine Wortmeldung auf dem Schirm, ich gucke aber gleich schon nach der nächsten. Ich wollte sagen, die ganze Zeit schaut mich diese etwas slawisch aussehende Frau an. Die erinnert mich genau an die Frauen, die mit mir von Bad Dürrenberg über die Felder, ich als 5-Jährige mit der roten Fahne in die Hand, Richtung Leuna gelaufen sind. Und da war eben einfach Druck, erzeugte Gegendruck und der machte sich Luft. Viele Jahre später, nämlich 67, habe ich an der Freien Universität angefangen zu studieren. Und naja, da hatten wir natürlich Druck, nämlich die Springer-Presse. Und da haben wir uns auch solidarisch zusammengetan und haben gesagt, stoppt Springer, das muss jetzt einfach sein. Wenn ich aber heute sehe, dass die überwiegende Zahl der Jungwähler FDP wählt und ich mir die FDP ansieht, wie sie in unserer Regierung unsolidarisch ist, dann sage ich mir, wo soll das im Augenblick hinführen, diese Vereinzelung? Da fehlt mir das Verständnis. Das war jetzt keine Frage, das war ein Statement, aber Sie hatten ja zum Beispiel eine Äußerung einer jungen Frau, die, glaube ich, auch vor kurzem zum ersten Mal gewählt hat, die ganz andere Haltung hat gehört. Das macht vielleicht Mut. Sind andere Fragen im Raum? Ja, ich habe eine Frage an Herrn Koltan. Sie haben erwähnt, dass es ja interessant wäre, eine mittelosteuropäische Freiheitsgeschichte noch einmal neu zu erzählen. Und mich würde interessieren, haben Sie eine These dafür, warum es die noch nicht gibt? Und was muss man eigentlich tun, damit diese Geschichte stärker nächste Generationen wahrnehmen können oder dass vielleicht eine gesamteuropäische Geschichte, also eine stärkere Freiheitsgeschichte, die motiviert daraus werden kann. Warum klemmt es an dieser Stelle so? Vielleicht, weil wir die ganze Zeit an eine Hochentwicklung, also wirtschaftliche Entwicklung Europas gedacht haben und nie an die kulturelle. Wenn ich die Bücher lese, die in den letzten 10, 15 Jahren geschrieben worden sind zu Geschichte, moderner Geschichte Europas, das 20. Jahrhundert. Wir leben in einem schizophrenen Moment. Also die Geschichte wird nicht, also die mittelosteuropäische Geschichte wird überhaupt nicht in die gemeinsame Geschichte integriert, sozusagen. Natürlich, wir haben den einzelnen Vorhang gehabt und natürlich, ja, das waren sozusagen separate Welten, aber trotz der Separation haben wir eine Menge von gemeinsamen Prozessen gehabt. Die wurden noch nicht wirklich beschrieben. Ich arbeite im Europäischen Solidaritätszentrum in Danzig und wir sind vielleicht eine der wenigen Institutionen, die an ein paar Stellen versuchen, vielleicht den gemeinsamen Horizont oder ja, für die Erzählung der mittelosteuropäischen Erfahrungen darzustellen. Und wir haben weiterhin allzu wenig solche Versuche.
Und in den letzten Jahrzehnten haben wir viel mehr mit einer Art von Wettbewerb auch in Mittelosteuropa zu tun gehabt. Jeder wollte als der Wichtigste erscheinen. Ja, man hat 2009 anlässlich der großen Feierlichkeiten zu dem Fall des Kommunismus verschiedene Slogans verwendet, wie der von Firmate Gartner-Nash. In Polen hat es 10 Jahre gedauert. In Ungarn 10 Monate und in der Tschechoslowakei 10 Tage. Und das waren die Tschechen, die dieses Slogan verwendet haben. Also dann in Polen wurde das, ja, also das hatte Domino-Effekt, es hat in Polen angefangen, sodass niemand eine andere Meinung sein könnte. Und also das war, ja, ich hoffe, diese Zeiten sind vorbei, aber wir warten noch auf Historikerinnen, Historiker, die sich mit dem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzen könnten und diese Freiheitsgeschichte Mittelosteuropas mit der gemeinsamen europäischen Geschichte integrieren könnten. Das ist noch eine Aufgabe, die vor uns steht. Es gibt eine Menge von Ignoranz, mit der wir noch nie klargekommen sind. Und trotz der Integrationsphase in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, ja, ich glaube, wir haben die Kultur noch nicht wirklich ernsthaft genommen und die gemeinsamen Erfahrungen noch nicht ernsthaft genommen. Also wir warten auf neue Erzählungen und gemeinsame Erzählungen. Ja, ich fürchte, wir müssen so langsam abrunden. Herr Giesecke, ich wollte Sie sowieso ansprechen, aber Ihre Hand ging schon hoch und insofern warte ich einfach auf das, was Sie sagen wollten und frage Sie nichts. Ja, angeregt durch die Frage und die Antwort möchte ich doch noch 2 Bemerkungen machen. Die eine hängt wieder mit dem 17. Juni und dem zusammen, was hier sozusagen historisch unser Gegenstand ist. Also das klassische Beispiel dafür, dass das mit der Solidarität nicht klappt, ist natürlich genau die Reaktion in Ostdeutschland, in der DDR, auf Solidarność. Ich kann also das Bewusstsein, ein gemeinsames Schicksal zu haben und deswegen gemeinsam solidarisch handeln zu müssen, war da genau eben nicht gegeben. Jedenfalls, also ich würde sagen, die Gesellschaft war also günstigstenfalls 50-50 in ihrer Haltung zur polnischen Freiheitsbewegung, wobei die eine Hälfte eher die jüngeren, gebildeten und so weiter waren, die eher ein positives Verständnis von hatten und freundlich auf Solidarność geblickt haben. Übrigens auch, gibt es ein paar Statistiken dazu, auch unter Arbeitern gab es eine leicht überdurchschnittliche positive Haltung zu Solidarność. Also da sind noch so diese Spurenelemente sozusagen greifbar von Arbeitersolidarität. Aber es gab eben auch eine mindestens genauso große, wenn nicht noch größere Hälfte der DDR-Bevölkerung, die alle sozusagen diese Aktivitäten als Chaos, Faulheit und so weiter abqualifiziert hat. Und da sieht man, da kann man sozusagen die Grenzen der Kraft der Solidarität sehr genau sehen, obwohl wir jetzt im Nachhinein sagen würden, die haben doch eigentlich das gleiche Schicksal, die müssten doch eigentlich zueinander stehen. Das ist es halt nicht. Also sozusagen ist das ist die historische Realität nicht. Aber um jetzt auf die letzte Bemerkung von Ihnen zurückzukommen, ich glaube, das ändert sich gerade. Also jedenfalls erleben wir nun gerade eingedenk meiner anfänglichen Definition passt das jetzt nicht, was ich jetzt sage, aber die Solidarität mit der Ukraine, die technisch gesehen keine Solidarität ist, aber sozusagen trotzdem eben eine Unterstützungsfunktion hat, die führt natürlich auch zu einer Neudiskussion des Freiheitsverständnisses, der Besinnung auf liberal-demokratische Werte gegen die Angriffe des Autoritarismus und Populismus. Und da sehe ich, also wie gesagt, das passt nicht mit meiner Definition von Solidarität zusammen, aber es ist eine Bewegung, auch eine Vergemeinschaftung, die meistens nur symbolisch oder durch Geldspenden stattfindet. Aber manchmal, eine Kollegin von uns ist letzte Woche nach Lviv gefahren und hat eine Woche in der Küche mitgeholfen, die Fresspakete für die Frontsoldaten macht. Also das ist für mich praktische Solidarität. Das meiste, was wir tun heutzutage, ist sozusagen nur auf eine sehr indirekte Art. Aber das Entscheidende ist halt, dass es eine politische Verständigung, eine Vergemeinschaftung gibt,
Und da spielt der Freiheitsgedanke, der Gedanke liberaler Demokratie eine entscheidende Rolle. Und da, das führt dann natürlich wieder zum 17. Juni zurück, auf die Reaktion des Westens, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Also es gibt sozusagen eine Entwicklung. Deswegen also die etwas pessimistischen sozusagen Lageanalysen würde ich in dem Punkt nicht ganz teilen. Und insofern sind wir auch einen Schritt weiter als die Situation, wie sie 1953, also wenn ich 1953 mit der Situation heute in der Ukraine vergleiche, sind wir in mancher Hinsicht wieder in einer genauso schlimmen Situation, aber in mancher Hinsicht eben auch in einer, zumindest im übertragenen Sinne, auf dem Weg zu einer Form von Solidarität. Vielen Dank. Frau Strobel, Sie schließen Ihr Buch nicht mit Ihrer Stimme, sondern mit ganz vielen Stimmen, die ein bisschen Widerspruch stehen zu dem, was Sie gerade sagten, Herr Giesecke, wo Sie sagten, es ist das Beispiel des Paketeschmierens so eine Ausnahme ist. Und das Buch von Frau Strobel endet mit ganz vielen Beispielen von Menschen, die wirklich vor Ort aktiv sind, unterschiedliche Gruppen zu unterstützen. Wo sehen Sie ja die größten Chancen dafür, dass so eine Klammer dann wirklich darüber hinaus entsteht? Was braucht es, damit jemand, der leidenschaftlich sich für den einen Teilaspekt, den Sie charakterisierten, engagiert, wirklich sagt, ich habe auch was gemeinsam mit den anderen, auch wenn die leidenschaftliche Veganerin für die Zukunft kämpft und trotzdem sagt der Autofahrer, der für soziale Gerechtigkeit eintritt, wir gehören zusammen. Wie kann das passieren? Können Sie da im Sinne eines Abschlussstatements was zu äußern? Ich versuche es. Also wenn ich die goldene Formel hätte, dann hätte ich sie schon gesagt. Also ich kann es nicht verordnen und ich habe nicht irgendwie einen geheimen Masterplan. Ja, also es sind natürlich soziale Prozesse. Ich glaube, dass es eben wichtig ist, also es war sehr schön, was alles gefallen ist, aber nicht quasi es nur als Ideal zu sehen, ja, nicht nur als moralischen Wert zu sehen, das kann man natürlich und das soll man und man soll moralisch Wert haben, aber auch quasi die materielle Grundlage zu sehen. Ja, ich mache das nicht quasi nur für jemand anderen, weil ich das so toll finde oder den so toll finde, sondern es geht schon auch darum, dass am Ende was rausschauen soll und dass das auch was mit mir zu tun hat und dass es auch mir besser geht und allen um mich herum besser geht. Und das, finde ich, sieht man ganz gut bei der Klimakrise, wo man da sehr viel quasi, also und die Dringlichkeit ist ja gegeben, reden kann. Aber es ist ja eine soziale Frage, denn wir sind nicht alle gleich betroffen von der Klimakrise. Denn am Ende geht schon darum, wer kann sich's leisten, irgendwo abzuhauen und wenn's zu Maß ist. Ja, und ich meine, das klingt absurd, aber diese Pläne sind ja da und nicht geheim. Und wer kann nicht weg? Wer kann nicht weg aus einer Substandardwohnung? Wer hat keinen Baum vorm Fenster? Wo sind die Gehsteige im Sommer einfach aufgeheizt und du kannst nicht rausgehen, weil es den Kreislauf zusammenhaut? Ja, das heißt, wir haben diese Unterschiede. Ja. Und das zu begreifen, dass das nicht nur ein hoher moralischer Wert ist, sondern dass es hier schon darum geht, real etwas zu verbessern und dass die meisten ja nicht eine Südseeinsel irgendwo haben, auf die sie sich zurückziehen können oder eine Villa im Wald. Das ist, glaube ich, diese neue Art dessen zu begreifen, dass man hier doch wieder ein Kollektiv ist, was sich hier gegen etwas ganz, ganz Konkretes auflehnen muss. Und ich glaube, dass das auch eine Klammer ist und dass es eben nicht nur was damit zu tun hat, mein individuelles Verhalten zu ändern, sondern also jetzt doch wieder an die großen Hebeln geht, dass es um die Art geht, wie produziert wird, dass es um die Art geht, wie Energie gewonnen wird, dass es um die Art geht, wie Mobilität funktioniert, wie Transport funktioniert, all diese Dinge. Und dass es eben, also es sind eben nicht nur ein Herr sozusagen, ja, das wäre einfach, sondern es gibt einfach verschiedene Kämpfe, die es auszutragen gilt. Und auch verschiedene Allianzen, die man da haben kann. Mir fehlt in einer, also wir leben zum Glück in einer Demokratie und zum Glück werden auch die Räume für Politik wieder größer. Deswegen fehlt mir quasi am Ende die Fantasie, etwas anderes zu sehen, als es doch in dem formalpolitischen Prozess eine soziale Bewegungen, die sich in einer Partei, in einer Wahlbewegung, was auch immer, bündeln können. Diese Versuche hat man gesehen, die sind aus unterschiedlichen Gründen an sich selbst oder sind gescheitert, aber man hat ja gesehen, dass es nicht nur immer autoritärer werden muss, sondern dass es diese demokratischen Versuche gibt, in den USA zum Beispiel,
Und es ist sehr unwahrscheinlich, das zu sagen, aber auch in Österreich gibt es diesen, in Häuser rede ich in Österreich nur darüber, wenn es um Rechtsextremismus geht, das ist ein neues Gefühl, zu sagen, dass es auch solidarische Versuche in Österreich gibt. Man wird sehen, wo das hinführt, aber quasi die Hoffnung, die Zuversicht, die Motivation ist da und vielleicht kann das ja auch ein bisschen Motivation sein für andere. Danke. Herr Kautern, Sie sind eingegangen auf das Buch Die Macht der Ohnmächtigen oder den Aufsatz von Václav Havel. Die deutsche Übersetzung heißt, also nicht die Übersetzung, sondern die, es erschien deutsch unter dem Titel Versuch in der Wahrheit zu leben. Nee, Quatsch. Doch. Versuch in der Wahrheit zu leben, genau. Mhm. Und in der Diktatur ist das so klar. Ne? Der Havel sagt da, also jemand stellt ein Schild im Fenster, Proletarier aller Länder vereinigt euch. In Wirklichkeit sagt er, ich bin feige und unterwerfe mich. Versuch in der Wahrheit zu leben ist genau das zu adressieren. Gibt es heute etwas, wo Sie sagen würden, da lebt man nicht in der Wahrheit und so könnte man das drehen, dass man in der Wahrheit lebt? Gibt es da was, was man so machen könnte? Das mit dem Schild klingt so einfach. In der Diktatur sind da die Fronten so klar. Aber sehen Sie auch heute diese Möglichkeit, da würdest du anfangen, in der Wahrheit zu leben und tust es jetzt noch nicht? Einfache Frage zum Schluss. Entschuldigung, wir können auch... Wir können es auch dem Chat überlassen. Und dann gucken wir alle immer wieder in den Chat und gucken, welche Vorschläge kommen. Ich glaube, das sind diese gemütlichen Räume, die wir geschaffen haben in den letzten Jahrzehnten, oder? Mit den Wohlstandsgesellschaften, die dazu beitragen, dass wir sehr viel an Empfindlichkeit verlieren. Uns fehlt auch die Einbildungskraft sehr stark. Und dieses sich auslenken auf die Seite des anderen, glaube ich, ist etwas, was die Hoffnung machen kann. Wir brauchen Übungen mit dieser Auslenkung. Wir brauchen Übungen, indem wir einfach unsere Komfortzonen verlassen und versuchen, auf die andere Seite hinzuschauen. Und das andere kann sowohl der Mensch sein, als auch die als auch Anthropozän, ja, die Situation, planetare Situation, in der wir uns befinden. Und ja, wir sollten eigentlich sofort anfangen. Ja. Es gibt keine Zeit mehr. Und also das ist, was mir Hoffnung macht in einer nicht besonders optimistischen Welt, in der wir heute leben. Ja. Vielen Dank. Ich darf darauf hinweisen, am 21. September werden wir in dieser Reihe Volksaufstand 1953, Parolen damals und heute, die Parole, die Preise des HO sind unser Ruin, aufgreifen. Für jetzt bleibt mir Ihnen zu danken, im Saal, am Bildschirm, für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, der Gastgeberin, dem Gastgeber, Berliner Abgeordnetenhaus zu danken, allen, die im Hintergrund, zum Beispiel die Techniker und all die, die man nicht direkt sieht und die Veranstaltung mit ermöglicht haben und natürlich ganz besonders unseren Gästen, Natascha Strobel, Jacek Kautern und Jens Giesecke. Vielen herzlichen Dank.